So, hallo, herzlich willkommen zum Let's Play Portal 2. Ich bin immer noch da und wir machen hier gerade weiter. Hier oben hat es eine Portalfläche, und ich könnte das machen. He? Eben immer noch ein Testobjekt. Test. Fuck. Komme ich nicht zurück? Nein, okay. Das ist das Ding. Seht ihr das Teil, das dort blinkt? Das ist das Ende von einem Test, das Ende vom ersten Test, glaube ich. Aber dort kommen wir später. Da kommt dann eben in einem Part vielleicht oder so. Vielleicht im nächsten. Okay, es sieht aus, als müsste ich dort hin. Palm Station, ja, oder? Ah, das sind jetzt eben die geilen Gills. Oh, oh, wie geil das wird. Palm Station Alpha, dort hat es einmal eine Tür. Wahrscheinlich muss ich dort hin. Dort hin müsste ich fliegen. Von dort her. Ah, fliegen von dort. Holy shit. Und dann brauche ich den Schuss. Do not fall down elevator shaft. Ich jetzt hast du den Lift. Ah, jetzt check ich. Ich laufe eins runter. Und dann komme ich hier runter. Falls es geht. Geht es überhaupt? Verdammt, wie komme ich da rein? Ich muss. Da. Jetzt komme ich hier runter und hole mir den ganz falschen Schuss und fliege die dann raus. Oh ja, und wie das stimmt. Wo ist das Blau? Dort fliege ich raus. Ich habe die Dimension, die ich da sich überlegt. Oh shit. Wow! Bam! Klar war, dass das geht. Ja, Logo. Genau berechnet. Kev Johnson hier! Pump Station, das sind so gel, das ist jetzt das blaue. Was? Don't touch anything unfamiliar. Pump Station, oh ja. Yeah. Und das sind eben die, auf dem blauen Gel kann man gumpen, mega hoch. Glaubst du, oder? Ja. Und die sind noch so orange, da kann man mega gut säckeln. Und das macht viel mehr Möglichkeiten, weil das Zeug kommt aus diesen Schläuchen raus. Und da kann man dann mit dem Portal kann man das Gel auch um. An einen anderen Ort leiten. Wow. Das ist richtig geil. Natürlich weiss ich den Code nicht, darum komme ich da nicht rein. Ja, ist klar. Ich meine, ich vergesse halt damit die Codes da. Da weiss ich den Code natürlich auch nicht, das ist genau der gleiche, ja, Logo. Ja, wo geht's durch? Es ist natürlich klar, dass ich hier nicht runterfalle, nur weil es hier Spalten zwischen. Ich meine, ich kann ja hier drüber laufen. Das sage ich ja. Darum meine ich auch, weil es so ist. Ich wollte mal schauen, wie es aussieht, wenn ich hier drauf stehe. Jetzt hätte ich ja gesehen. Hallo? Jetzt finde ich mich halt nicht. Egal. Ja, egal. Wo geht es hin? Dort durch? Und ja, ja, easy. Gehen wir dort durch. Sind wir von da gekommen her? Nicht wirklich, oder? Und dort ist wieder das Ziel. Ja, komm ich jetzt schon da hin? Mein Gott, ich komme jetzt schon da hin. Das heißt, Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Ja. Nicht so war Albert Schuh. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. Das andere ist eigentlich das Gleiche wie an diesem Ort, einfach viel älter, oder? Von 1960. Das Prinzip ist genau das gleiche. Und es ist jetzt auch ein anderes Logo und so. Das ist super geil, Mann. So geil gemacht. Der Cave Johnson. Der Cave Johnson. Das war noch, bevor die Roboter an die Herrschaft gekommen sind. Cave Johnson hier. Jetzt fährt er, glaube ich, wahrscheinlich den ersten Test an, wenn ich mich nicht irre. Weil der war jetzt ein Teil des Tests. Also nein. Der Lift. Ich hoffe es. Go. Komm, go. Oh, okay, yeah. Fangen wir an. Beim ersten Test spielt das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Du gehörst übrigens nicht zur Kontrollgruppe. Du kriegst das Gel. Dem letzten armen Teufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Aber aufschlussreich, sagen die im Labor.
Aha. Cave Johnson. Bla bla bla. Gut, das haben wir ja. So, und jetzt fängt's an, das Testen. Schaut. Das ist das blaue Gel. Wie man sieht, bringt das das zum Gumpen. Ah, ist das göttlich. Also wir fliegen immer gleich hoch. Also schaut, ich kompensiere immer gleich hoch, ohne etwas zu machen. Also wir fliegen immer so hoch, wenn man mit dem Schuss kommt. Also wenn ich mit viel Schuss komme, dann fliege ich höher. Ah, da muss ich gleich was. Gehen wir mal da rüber. So, da bin ich wieder. Irgendwie ist mir einfach das Portal abgeschmiert. Ich habe keine Ahnung wieso. Aber ja, ich will jetzt einfach weiter. Das, ihr merkt ja eh nicht viel davon, was bei mir so passiert und so. Und es könnte ein Jahr gehen, bis ich den nächsten Part aufnehme. Oder es könnte sein, dass ich den ersten Teil vom Part schon vor einem Jahr aufgenommen hätte. Und ja, die Aufnahme habe ich noch geschaut. Ah, dort sind die Aufnahmen. Ah, schaut euch das jetzt an. Wie geil ist das? Ich jetzt hier gumpen, dann fliege ich verdammt. Und das bewirkt, dass ich hier hochkomme. Und von da kann ich den Knopf drücken und dann kommt der Würfel raus. Der auch verdammt fliegt. Und das ist natürlich ein alter Würfel. Auf jeden Fall habe ich die Aufnahme von vorher noch. Ja, logisch habe ich sie noch. Ihr habt sie ja gerade vorher gesehen, aber da habe ich ja nicht wissen. Ist halt ja, Let's Play-Zeug. Jetzt bin ich mit dort rüber. Ah, so wie vorher, logischerweise. Dumme Frage. Die Jungs im Labor meinen, ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. Eben, das ist wahrscheinlich ja das Problem. Die sind jetzt schon gegen oder so. Und dann haben sie dann vielleicht irgendwie. Ja, haben sie vielleicht die Roboter irgendwie die Herrschaft übernommen oder so. Da die Next Test Champ ist fest, aber da ist kein Weg. Dann gehen wir halt hier durch. Einzige gescheite Möglichkeit. So, wo ist der Fall gestanden? What the fuck? Ah, da ist da unten gewesen. Problem ist jetzt, schaut jetzt, wie viel Weg es jetzt hier zum Beispiel wieder gibt. Ich habe keine Ahnung, welcher der richtige ist. Auch von da bin ich gekommen. Und da ist irgend so ein Büro, wo nichts drin ist. Ja, außer das paar Schreibmaschinen ist ja geil. Okay, dann ja, kommen wir halt auf die Stege da. Beim nächsten Test versetzen wir das Gel mit Nanopartikeln. Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn einbringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Ja, Tumore ist so geil. Du sagst, du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Beinunterwäsche auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt nicht. What the fuck, ey? Okay, das aktiviert. Ah, das ist so geil, die alten manuellen Sachen. Noch so schön mit dem Trading so dran und so schön jedes Detail animiert. Schon geil. Ja, egal. Auf jeden Fall. What the fuck? Ah, das ist natürlich auch ganz geil. Ich komme da drauf. Also. Komm. Jo. Na! Jo, sorry, Mann. Ich schau doch auf Dani. Eben, und das Portal 2 kann man dann auch Multiplayer spielen. Was eben dann im Nachhinein nachher auch noch wird durchspielen. Das ist auch hure geil. Vor allem das zweite gibt es dann noch viel mehr Möglichkeiten und das paar Rätsel sind so krass. Es ist zwar nicht so extrem filmmäßig oder so, wie es jetzt ist. Also wie es Portal 2 im Singleplayer ist. Aber trotzdem recht geil gemacht. Und, ja, und vor allem die Rätsel sind noch ein bisschen heftiger. Aber beim ersten Mal habe ich irgendwie eh alle etwas schwerer gefunden als jetzt, aber egal. Ich komme mit dir tun. Aber die Schwere kann man dann schon an. Ja, klar. Und Jump. Okay. Wie habe ich am meisten Schuss? Gar nicht. Dort muss ich auch noch kommen, nachher da oben muss ich. Ah, verdammt, Mann. Ich muss irgendwo hoch runterkommen. Es gibt mir überhaupt keinen Schuss, Mann.
Ah, ja so. Ja, pfff. Das überlege ich mir wieder. Das aktiviert die Drehwand. Okay. Cube kann ich auch noch holen. Ich muss den... das ist geil. Wenn ich hier dran komme, spickt es mich über und es hält mich dort dran. Aber ich muss man muss da noch aufpassen, dass man im richtigen Winkel dran kommt und im richtigen Moment und so. Sonst schaffen wir es nicht. Da ist es jetzt so recht einfach gemacht, so dass man es gut schafft, aber nachher kommt viel komplizierteres Zeug von dem. Vor allem, was ich jetzt hier zum Beispiel für ein Loch im Flugzeug habe. Super krass. Nicht, jetzt wäre es fast in die Laserwand hier. Wo keine Laserwand ist, aber trotzdem. So, und jetzt kann ich wahrscheinlich... gut geil, Mann. Jetzt habe ich wahrscheinlich schon hier das Endding. Yeah. Fuck. Ist schon geil, hä? Jetzt habe ich zwei Schuss. Warum machen wir da noch eins? Okay. So, jetzt check ich es aber schon geil. Mein Gott, da geht's jetzt nicht. Okay. Dieses Portal brauche ich ja eigentlich gar nicht, einfach nur von dieser Seite so. Jetzt haben wir es einfach geschafft. Oh, falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich vom Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschen klauen. So geil. Wenn du... mit der Rückstoßgel, wenn du mit Rückstoßgel vollgespitzt wirst, der Ratschlag von den Experten, lass dich nicht mit Rückstoßgel vollspritzen. LOL. Schon geil. Ist eben richtig Klassik. Ist eben so geil. Aber eben, jetzt kommt dann noch das Orange-Gel dazu. Später. Und auf jeden Fall mit diesen Gels, es gibt so viele neue Möglichkeiten und die Rätsel werden dann viel komplizierter. Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Okay. Die Jungs im Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Sehr nett. Eben, das ist die Flüssigkeit da, die überall da blubbelt. Das ist nicht so gesund, wenn ich da drin stehe. Es ist natürlich geil, dass ich einfach drüber laufen kann, egal was für eine Rundung im Ding hat. Gut, du noch die Line und Railing. Ja, bricht natürlich, wenn ich da dran renne, dann geht es kaputt, ist schon klar. Vor allem hat es so viele Leute, die da... Und das stört. Exit, verdammt fett. Ja, ist eben klar, aber ich liebe es, dass es so gross ist, zum Teil. Ja. Sehr sinnvoll gewesen. Okay. Jetzt sehe ich mich wieder mal. Das ist geil, jetzt bin ich schon durchs Portal. Holy shit. Okay. Ja, da bin ich nicht viel. Wo kann ich noch hin sonst? Da muss ich vielleicht mit Schuss spicken. Keine Ahnung. Da habe ich ja noch ein Portal. Irgendwo muss ich dort oben ein Portal hier haben. Dort kann ich mich vielleicht hin teleportieren. Oder da? Nein, ja nicht. Nicht. Schade. Hä? Ja, ich muss mich selber ein bisschen schauen. Ja, ich weiß. Dort. Sorry, ist ein bisschen länger gegangen, aber. Ja, das ist doch. Ja. Ich schneide jetzt da sicher nicht raus. Vor allem, ihr müsst es ja auch checken. Ich meine, ja, ich kann schon sein, dass ihr es schon lange checken könnt, aber. Es sind einfach nicht alle so. Es haben vielleicht nicht alle so schnell gecheckt wie ihr jetzt gerade. Dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Ja. Der Erzenzähler meint, ich kann keinen entlassen, nur weil er im Rollstuhl sitzt. Hat's trotzdem getan. Yeah. Das ist entschieden. Das ist das, was ich meine. Das ist das Gel, das wir vorher haben. Einfach kann man es jetzt hier... Kommt es aus der Leitung.
Und man kann es mit Portal überall hin tun, wo man will. Das zeige ich euch jetzt gerade. Bam! Und voll ist es. Und überall. Bam! Machen wir hier ein bisschen überall. Dann müssen wir hier gut kaum pumpen, weil den brauchen wir sicher. Komm. Mehr. Ich muss das Portal immer wieder wegmachen, sonst geht es ja nicht kaputt. Ah, scheiße, der kommt an die Decke. So. Ich würde mal sagen, das läuft jetzt. Jetzt kann ich da auch schon ein bisschen rumgumpeln und so. Habt ihr gesehen, wie stark da ist? What the fuck? Ist da im letzten Level auch schon so stark gewesen? Egal, auf jeden Fall. Ich habe jetzt so mal ein bisschen hin. Flatsch. Und alles ist voll. Oh. Ja, und so kommt man schon wieder weiter. Hier oben wäre geil, wenn die das hinschiessen könnte, das ist ein Ziel. Ah, jetzt check ich es. Klar. Okay, vielleicht noch nicht wirklich klar. Ah, doch, klar. Ich hier darf ich doch ein mehr Zeug hinmachen. Oh fuck, ja, ich hätte wirklich mehr Zeug hinmachen. Oh shit, machen wir dort noch schnell ein paar Mal. Damit es auch wirklich schön funktioniert. Sonst. So sollte ich länger. Genau. Jetzt habe ich das Portal natürlich nicht mehr. Aber das hole ich mir jetzt so schnell. Das ist aber geil. Schaut es euch an, jetzt wird dort alles voll gespritzt. Nicht alles, aber ein bisschen. So sie wahrscheinlich dort rüberkommt, oder? Komm. Fuck. Ich glaube, wir müssen hier hinschaffen mit einem Sprung oder so. Von dort oben, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das geht, aber. Ich muss auf jeden Fall schaffen. Wahrscheinlich. Oder vielleicht muss ich mich hier durchspicken. Ah, klar. Ich lasse mich hier durchspicken. Fliegen verdammt weit, landet dort vorne drauf. Ah ja, Logo, ist das geil. So, jetzt das Portal hin. Durchjumpen und bam, und bam. Der Kaffee von so geil. Enthielt übrigens fluoreszierendes Kalzium, damit wir Kaffee? Die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnnerven durch das Kalzium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen. Denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang. Ja, das ist, hey, der Lava hat immer so scheiß, Mann. Aber eben, würde ich sagen, bis im nächsten Part. Das ist schon wieder richtig geil da bei diesen Tests. Eine geile Textur. Ja, eben. Bis zum nächsten Part und ciao zusammen.